das heute viele beschäftigt. Wir gucken jetzt auf den Hilferuf einer Prinzessin aus einem goldenen Käfig, aus einer der schillerndsten Metropolen am Persischen Golf, aus Dubai. Dubai, das macht nämlich weltweit Schlagzeilen. Die Tochter des Emirs von Dubai, die verschickt über ein Handy Videobotschaften, die mittlerweile die UN interessieren. Nach einem spektakulären Fluchtversuch wird Prinzessin Latifa bin Mohammed al-Maktoum gefangen gehalten. Ihr Verbrechen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie will über ihr Leben selbst entscheiden. Ich bin eine Geisel. Diese Villa wurde in ein Gefängnis verwandelt. 5 Polizisten stehen vor dem Haus. 2 Polizistinnen sind im Haus. Ich kann noch nicht mal frische Luft schnappen. Wo sich Prinzessin Latifa aufhält, ist nicht bekannt. 3 Jahre ist es her, dass sie versuchte, über das Meer aus Dubai zu fliehen. Doch ihr übermächtiger Vater ließ das Boot kapern. Seitdem ist sie verschwunden. Wie fühlt es sich für Frauen an, aus streng muslimischen Ländern ins Ausland zu fliehen? Ruth Zuher hat es aus dem Irak geschafft. Für ihren Wunsch nach Freiheit wurde die 32-Jährige von ihrer Familie schwer misshandelt. Trotzdem schloss sie in ihrer Heimat ein Biologiestudium ab und arbeitet seit ihrer Flucht nach Deutschland als Laborantin. Ich kann das mit Mikroskop alles, ich kann sehen. Meine Ziele, alles, ich kann. Versuch, ich kann schauen. Und bei ihrer Familie war das anders? Ja, sie sagen, du musst glauben, immer glauben. Keine Antwort, immer glauben. Obwohl das richtig oder falsch ist, du musst glauben. Und wenn du sagst, nein, ich möchte nicht oder ich habe keine Gefühl, oder sie einfach schlagen. Rana Ahmad ist Mitbegründerin der säkularen Flüchtlingshilfe in Köln. Wie auch Wuru Zuher durfte sie in ihrer Heimat Saudi-Arabien nur voll verschleiert das Haus verlassen. Und auch Ehrenmord. Mein Bruder auch versucht, mich zu ermorden dort. Und für mich war klar, wenn ich leben und wenn ich weiter in meiner Leben, meine Ziele und meine Träume erreichen will, muss ich weg von diesem Land. Die Generation dieser Frauen, die Anfang 30 sind, sind in diesem System groß geworden. Und das ist eine Generation, die stark vernetzt ist in sozialen Medien, die auch Netflix gucken und die natürlich sehen, wie woanders die Menschen leben. Und die möchten genauso leben. In Dubai haben die Frauen dagegen quasi keine Rechte. Das stört Touristen aber nicht. Vor allem für YouTube-Promis ist Dubai zurzeit das Urlaubsziel. Lockere Corona-Regeln, alles hat auf. Und wer direkt auswandert, zahlt nur wenig Steuern. Friede, Freude, Eierkuchen. Für Kritiker nur eine Taktik der Emirate. Emirate hat eine Strategie, dass sie versucht, ihr Land sehr liberal und modern international zu präsentieren. Und das wird damit diese Influencer, diese Spekter oder diese weghelfen. Aber die Realität, was spricht die Realität von Frauen dort ganz anders? Und selbst die Tochter des Scheichs bekommt das am eigenen Leib zu spüren. Ich sollte ein Video machen. Ich sollte sagen, dass ich freiwillig hier bin. Aber ich habe abgelehnt, weil ich mich nicht habe brechen lassen. Und deshalb ist sie dort ein Symbol für die Frauenrechtsbewegung geworden.